Der Abholservice, der ist auf eine positive Resonanz natürlich gestoßen. Die Risikogruppen, die nehmen das gerne an. Also gerade Ältere haben ja momentan leider den Nachteil, dass sie ein bisschen eingeschränkt sind in ihrem normalen Alltag. Und das Angebot wird natürlich angenommen. Hier werden von morgens 9 bis 12 Uhr die Bestellungen entgegengenommen, telefonisch. Und dann gehen auch hier unsere ehrenamtlichen, freiwilligen Helfer, bestehend aus Mitarbeitern des NLZs, der Kränkeakademie, aber auch von unseren Fans, von unseren aktiven Fans auf Einkaufstour und fahren danach dann das Essen aus. Also im Prinzip ist das Ganze entstanden hier im Rahmen der Nachbarschaftshilfe vom KSC. Kam dann aus der Fanszene eine Anfrage, wie wir das denn auch regeln könnten für Wohnungslose oder Obdachlose, irgendwas anzubieten. Es kam ein Anruf von einem Fan aus seiner Ultragruppierung, der mich gefragt hat, ob wir uns das vorstellen können, das zu organisieren. Das war für uns, weil wir ja auch alle gerade im Moment nicht 100% arbeiten in unserem normalen Arbeitsfeld. Natürlich fand ich es eine gute Idee. Wir haben es dann sozusagen angefangen zu organisieren. Derzeit werden ca. 240 Essen pro Woche zubereitet. Hierzu dann auch nochmal ein großer Dank an unseren Koch Kevin Wilde, der das alles ehrenamtlich momentan macht. Die 240 Essen, die dann ausgefahren werden, unter anderem von unserem Fanbeauftragten. Kam auf mich zu, hat gesagt, hey Kevin, du bist doch Koch. Wir suchen noch jemanden, der eben die gespendeten Waren, die von verschiedenen Lieferanten kommen, zubereitet und eben Essen daraus macht. Und dann hat er gedacht, ich wäre der Richtige. Fand ich eine gute Geschichte, finde ich immer gut, zu helfen. Und deswegen war das kein Thema für mich. Und so kam das zustande. Sind dann auf die Idee gekommen, dass wir die städtischen Einrichtungen, die es ja in Karlsruhe gibt für Wohnungslose, kontaktieren. Und haben dann mit denen zusammen ein kleines Konzept entwickelt, wie das denn ablaufen könnte, auch wie das dann vor Ort dann mit dieser Ausgabe der Essensportionen funktionieren kann. Ich bin sehr überwältigt von der Spendenbereitschaft der Bevölkerung, was ich auch ganz toll finde. Also wir haben sehr viele Lebensmittelspenden von großen Firmen, von kleinen Firmen, von Biomärkten. Wir haben dann letzte Woche ein Spendenkonto aufgemacht und auch einen Aufruf gestartet. Da ist relativ viel Geld schon eingegangen in den ersten 10 Tagen. Also wir liegen da ungefähr bei 8.000 Euro, was jetzt an Spenden eingegangen sind. Ich weiß, dass einige Fanclubs noch sammeln und auch nochmal eine größere Spende machen werden. Also da bin ich sehr überrascht, wie doch trotz der Krise, weil ja alle Unternehmen ja auch jetzt selber ein Problem haben, ihre Sachen zu verkaufen, doch so viele Unternehmen so jetzt auch mit eingestiegen sind. Ein ganz großer Dank geht hier natürlich an unsere Fans, an die Supporters, an die Ultraszene Ultras 1894 und auch das Fanprojekt, die das Ganze mit uns, mit KSC Tut Gut ins Leben gerufen haben. Und ohne diese Unterstützung dieser Personen wäre das so natürlich alles nicht möglich gewesen. Also da freut es uns ganz besonders, dass die KSC-Familie hier zusammensteht. Wir haben dann weiterhin mit der Fanszene auch schon überlegt, ob wir, wenn irgendwann mal diese Corona-Zeit vorbei ist, ob wir das nicht einfach weiterlaufen lassen, weil es ist ja so, im Prinzip sind die Menschen vor Corona ja auch da gewesen, die keine Wohnung haben. Und die werden nach Corona auch wieder keine Wohnung haben. Sie sind halt jetzt nur sichtbar geworden. Nämlich, weil wir alle Kontaktsperren hatten und nicht rausgehen durften, sind es halt die Einzigen, die übrig geblieben sind. Nämlich die kein Dach über dem Kopf haben, so wie wir. Und das ist auch so, ich bin zwar ein Sozialarbeiter und kenne mich auch ein bisschen aus im sozialen Bereich, aber dann doch noch mal die Situation da so, diese Menschen dann auch zu sehen, in welcher Situation sie jetzt auch sind, nämlich keine Wohnung zu haben und kein Dach über dem Kopf. Da sind wir am Überlegen, ob wir dieses Projekt nicht einfach auch weiterführen nach der Corona-Pandemie.